yeah! Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing. Wir haben hier das C64 Mini und das ist schon mal ziemlich cool. Der C64, die wohl bekannteste Home-Konsole aus den 80er Jahren, habe ich hier in der Mini-Variante. Und das freut mich umso mehr, weil ich hier mit dieser Konsole aufgewachsen bin und garantiert auch jede Menge Spaß damit haben werde. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier haben wir auf jeden Fall das C64 Mini. Schön. Ein Competition Pro Clone. Und hier oben steht 64 Spiele installiert auf Para Italiano, weil in Deutschland war diese Konsole kurzfristig nicht zu haben. So, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt ein bisschen was an Aufdrucke. HDMI-Anschluss hat sie, den grünen Punkt sowieso und Retro Games. Ja, so muss es sein. Und hier unten steht C64 Mini Novo, heißt wahrscheinlich neu. Gut, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier auf jeden Fall noch so ein bisschen was aufgedruckt, was eben in diesem Karton drin ist. Das gucken wir uns gleich ganz genau an. Dann haben wir hier eine Auflistung von, zumindest schon mal ein paar Games, die auf dieser Konsole drauf sind. Insgesamt sind 64 Spiele drauf und das ist schon mal eine Hausnummer. Und die gucken wir uns auch mal alle zusammen an. Na, das ist versprochen. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier jetzt noch HD 720p. Wir haben hier ein Diskettensymbol, USB-Anschluss. Man kann wohl auch eine separate Tastatur anschließen, um eben Basic zu benutzen. Und die verschiedenen Sprachen, die von dieser Konsole unterstützt werden. Unter anderem natürlich auch auf Deutsch. Das Basic ist auf Englisch. War auch noch nie auf Deutsch. Gut, dann werden wir es jetzt mal auspacken. Ich habe schon mal, zumindest schon mal das Lösen des Klebers vorweggenommen. Und öffnen den Deckel. Welch erhabener Moment. Was haben wir hier drin? Na, was haben wir hier? Einen blauen Karton. Dann werden wir den mal eben rausnehmen. So. Schups. Und hier haben wir schon. Der C64 Mini. Ja, der Karton ist schon ziemlich klein. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Konsole an sich auch nicht größer sein wird. Dann machen wir es einfach mal. Heben den Deckel auf. Heben den Deckel auf. Na komm. So. Was haben wir da drin? Ja. Da ist er. Das C64 Mini. Und ich würde es direkt jetzt mal rausnehmen, weil die Folie spiegelt natürlich meinen Kronleuchter. Und hier haben wir schon das gute Stück. Es ist wirklich winzig klein. Was könnte man sagen? Kleiner als eine DVD-Hülle, so als Vergleich. Und die Tasten hier, die sind natürlich fake. Die sind nicht echt. Ja. Dazu gehören hier natürlich zwei USB-Anschlüsse und den Powerknopf. Und auf der Rückseite haben wir eben hier auch nochmal den Anschluss für den Strom und HDMI. Hier findet sich gar nichts. Aber die Farbe ist auch originalgetreu gehalten und ich freue mich echt schon, das Ding mit euch auszuprobieren. Also das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Gut, was haben wir denn noch in dem Karton? Das packen wir mal beiseite. Tappe weg. So. Wir haben hier ein HDMI-Kabel. Obligatorisch ist ja bei jeder Mini-Konsole dabei. Dann haben wir hier ein USB-Stromkabel. Leider ist natürlich wieder mal kein Netzteil dabei. Haben sie sich wahrscheinlich von Nintendo abgeguckt. Es kostet ja auch so viel, ne? Ist ja klar. Gut, dann haben wir hier das Wichtigste. Der Competition Pro Clone. Schaut so gar nicht mal so schlecht aus. Macht auch gar keine Geräusche eigentlich. Kann man also ganz bequem und easy zocken. Die Steuerungstaste für den Emulator. Das ist ja eine Emulationskiste, klar. Und so, was haben wir denn hier zu stehen? Der C64 2018 Retro Games. Also schon sehr aktuell das Ganze. Aber schon cool. Fässt sich gut an. Hier haben wir noch ein paar Tasten. Oh ja doch, könnte mit Sicherheit richtig Spaß machen. Und natürlich USB, logisch. Was haben wir denn hier noch? Ein Guide. Ein Quick Guide. In vier verschiedenen Sprachen. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Englisch. Ich tue den Karton mal weg. So.
Dann haben wir hier Francais, Italiano und Deutsch. Zeigt uns lediglich nur die Hinweise, die Sicherheitshinweise, dann wie man eben das C64 Mini anschließen tut, wie man es benutzt, wie die Funktionen sind im Menü und wie der Controller funktioniert. Ist also alles da, alles schick, alles schön, alles toll. Jo, dann packen wir das Ganze hier nochmal hin. Was haben wir denn jetzt? Also, wir haben jetzt hier den Quick Guide. Wir haben hier das USB-Ladekabel. Dann ein HDMI-Kabel. Machen wir es mal so. Dann natürlich den Competition Pro Controller. Den packen wir mal hier hin. Und selbstredend das C64 Mini. Das ist der gesamte Packungsinhalt. Mehr ist nicht drin. Ja, was kann man noch erwarten bei einer Mini-Konsole? Auf jeden Fall freue ich mich, diese mit euch im Livestream auszuprobieren. Und zwar zu meinem zweiten Jubiläum auf YouTube. Go. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war's auch schon wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Retro-Basti. Ciao.